Was geht ab, Freunde der Nacht, und herzlich willkommen zurück zu Vikings Wolves of Midgard. Nachdem wir den Riesen bezwungen haben, müssen wir jetzt weiter in die Offensive gehen. Beziehungsweise wir haben ja nicht den Riesen selber bezwungen, sondern seine Lakaien. Die haben wir auch sehr gut niedergemacht. Und den Höllenhund zum Schluss, der hat das in sich gehabt ein bisschen. Aber selbst das war kein Problem für uns. Wir lassen uns dadurch nicht beirren. Schauen wir jetzt mal. Okay. Wie ihr seht jetzt nach, sie ist viel besser als mein Schwert. Ich habe sie nicht hergestellt, sondern gelootet. Und ein bisschen Rüstung. Und ich habe den Runenschmied abgegradet. Halt so Kleinigkeiten. Alles, was man so machen kann. Okay, liebe Leute. Dann würde ich sagen, schmeißen wir uns jetzt rein in die Schiffe versenken Jagd, beziehungsweise die imperiale Schiffe liegen an einem Hafen, wo wir sie gut und gerne ja ansenken, verbrennen oder wie auch immer können. Bin mal gespannt, was da auf uns wartet. Ja, die letzte Folge hat ja wieder auch euch sehr gut gefallen, habe ich gesehen. Weiter so. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei und supportet das Ganze weiter. Lasst ein Däumchen oben, abonniert mich, empfehlt mich weiter, ihr wisst ja, wie es läuft. Oh, die Ladezeiten der Hölle sind auch schon wieder da. Obwohl, jetzt wird die Musik leiser, man weiß es nicht, was jetzt kommt. Oder? Nein, man weiß es nicht. Ich muss sagen, in letzter Zeit hakt das Spiel schon öfter mal. Mein Pad vibriert, das heißt, es fängt an. Ich bin nun leise, viel Spaß. Die Segelspiere erlaubte den Ulfung, zuvor unzugängliche südliche Küsten zu erreichen. Jedoch waren die Gewässer der Schlangenbucht noch immer vom Imperium schwer bewacht. Der Händler Fardain wusste, dass viele der Wachschiffe in den Gewässern zwischen Thule und den imperialen Grenzen ihre Segel im Hafen von Flevum setzten. Unbehelligt ging der Kriegswolf in den Küstendünen an Land und schickte sich an, den strategischen Hafen in einem verheerenden Überraschungsangriff lahmzulegen. Genau. Das machen wir jetzt auch. Ich kann diesen fremden Sand nicht leiden. Er ist zu unstet. Auch wieder Krabben. Schön. Wobei ich froh bin, dass sie... Na, alles klar. Ich glaube, die Raben sind wieder da. Ich wollte gerade sagen, geil, dass das jetzt nicht mehr so ist. Aber da habe ich sie auch oben fliegen sehen. Vielleicht war es auch nur eine Fata Morgana, aber ich glaube eher nicht. Was müssen wir hier alles erledigen? Eisernen Schädel. Gehen jetzt erstmal die Küste hier entlang, würde ich sagen. Okay. Ah, das ist nur knietief, okay. Na komm, bevor die Rüstung rostet, gehen wir mal lieber raus aus dem Wasser. Ist ja so schon schwer genug. Das ist echt ein geiles Special, den ich mit eingebracht habe. Boah, durch Sand zu laufen ist ja auch ekelhaft. Der braucht ja eine gefühlte Ewigkeit. Ja, Kontrollpunkt zwar erreicht, aber das kann ja jetzt nicht alles gewesen sein, was es hier gibt. Endlich kommen ein paar Feinde und ein bisschen Action mit rein, auch wenn es nur sehr kurz ist, der Kampf. Ja, alles klar, oben jetzt auch entlang, alles klärchen. Eieiei. Da ist die Frage, ne? Wo sind sie? Die ganzen Schätze. Eine Fibel haben wir gefunden, na super. Kommt, der Hütten sollen wir auch. Gehen wir jetzt in die Mitte.
Ja, was denn sonst? Okay, die Krabben können das auf jeden Fall nicht mehr blocken. Das ist auch nice. Die Frage aller Fragen ist, wo gehen wir entlang? So. Ich drücke L2 und nichts passiert. Krass. Das war echt knapp. Erstmal ein bisschen Energie holen. Und jetzt mal hier oben entlang. Hier ist noch eine Truhe, fein. Okay. Sehe ich noch, was hinausläuft. So oder so müssen wir auch den anderen Weg gehen, damit wir nichts verpassen. Haut der einfach ab, habt ihr das gesehen? Was für ein Feigling. Ach, diese kleinen Viecher. Komm, Tizi. Okay. Und tschüss. Da haben wir mal eben eine Trophäe freigeschaltet. Wie geil ist das denn? Sehr schön. Hä? Warum nimmt das nicht? Blut nehmen wir natürlich auch direkt mal mit. Hier ist wieder Wasser. Und wieder diese kleinen Tomte. Okay. Haben. Da oben ist die Mutterkrabbe. Nehmen wir erstmal die Kleinen. Und jetzt? Und tschüss. Nein, immer noch nicht. Das war wieder knapp. Und tschüss. Eieieiei, das ist hier auf jeden Fall schon mal eine Nummer härter. Ah, gehen wir nach oben, mal gucken, was die Krabbe da bewacht hat. Eine Truhe. Schön. Tomtehäuptlinge, okay. Der lebt immer noch. Wie kam das denn? Jetzt müssen wir wieder zurück. Wie wir es lieben, oder? Hin und her werden wir hier geschickt. So, dann gehen wir jetzt hier oben entlang, würde ich sagen. Da oben wäre auf jeden Fall schon mal der richtige Weg. Den gehen wir natürlich nicht. Schauen wir mal, was es auf der rechten Seite jetzt so gibt. Wir müssen nämlich unbedingt ganz viel Holz sammeln, damit wir weiter uns in unseren Dorf, Stützpunkt, wie auch immer, upgraden können. Aber dazu brauche ich auch noch ein Kristall. Aber das kriegen wir schon hin. Da mache ich mir keine Sorgen drum.
Ach, hör doch auf. Gut, das wollte ich nur mal kurz machen. Hier den Speicherpunkt setzen. Damit wir hier weiter agieren können. Ohne Gefahr zu laufen. Irgendwas komplett falsch gemacht zu haben. Hier ist eine Höhle. Hier haben wir natürlich rein. Hier sind wieder diese todbringenden Kobolde. Die Suizidkobolde. Na komm. Das macht denen gar nichts aus. Wieder ein bisschen Energie holen. Tut Not. Muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich demnächst mal eine bessere Rüstung habe. Weil wir gehen ja hier schon ziemlich schnell mit der Energie runter. Leider. Hä? Verstehe ich nicht. Was habe ich denn jetzt ausgelöst? Okay. Was wir auch immer ausgelöst haben. So, wir sind voller Energie, haben wir noch genügend Tränke. Ab durch die Wüste, Teil 2. Okay, hier können wir jetzt das einschlagen. Wer weiß, vielleicht war das auch komplett versperrt. Und tschüss. So, jetzt schauen wir das noch an und ich würde sagen, danach beenden wir den Part. Ja doch, danach beenden wir den Part. Oder beenden wir ihn hier? Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, wie weit wir noch gehen müssen. Warum geht das manchmal nicht? Verstehe ich nicht. Danke. Okay. Ja klar, der kann durch die Wand schießen. Jetzt hier für einen Hebel. Wie so kleine Bomben, ne? Da lebte er noch. Ja, das sieht doch schon mal nice aus. Es wird nicht angezeigt, das steht auch schon mal fest. Und das hier war es auch nicht. Verstehe jetzt nicht, wie ich da rein soll. Kann, wie auch immer. Rein kann soll. Vor allen Dingen. Aha. Explodieren die Dinger dann? Ja. Aber ich komme nicht rein. Genau.
Merkwürdig. Wenn einer weiß, wie man da reinkommt, schreibt das gerne mal rein. Würde mich sehr darüber freuen, weil irgendwie hat das jetzt keinen Sinn für mich ergeben. So, raus aus der Höhle, gucken wir uns mal hier kurz. Gut, dann machen wir hier einen Cut. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Supportet das ganze Projekt weiter so, das wäre echt nice. Und bis zur nächsten Folge. Hauen Sie rein.